So ein Außenbadezimmer braucht natürlich auch einen Anschluss an das Abwassersystem. Und das haben wir jetzt hier schon angefangen. Sarah hat hier in fleißiger, mühseliger Arbeit tagelang hier gebuddelt, weil dieser Lehm-Sandboden ist hart wie Beton im Moment, weil wir ja Trockenzeit haben. Die hat dann immer mal wieder gewässert und dann gebuddelt und hat dann hier unser Abwasserrohr, was jetzt hier von unserem Ferienhaus in unsere Abwassergrube führt, freigelegt. Und hier haben wir natürlich jetzt das Problem, wie wir in so einem vorhandenen Rohr jetzt noch einen Abzweig einbauen. Da zeigen wir euch jetzt. Als allererstes müssen wir natürlich, nachdem wir das freigelegt haben, das Rohr einmal komplett richtig schön vom Dreck befreien, vom Sand, Lehm und was auch immer da dran ist. Das mache ich jetzt einfach mal, dass ich das hier einmal mit Wasser richtig schön sauber mache. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Was ich nur dazu sagen muss, weil ich bin ja so ein Glückspilz, ne? Ich habe natürlich erst hier gegraben und kam dann genau in der Kurve an. Da können wir natürlich dann die Rohre nicht anschließen. Deswegen habe ich das wieder zugebuddelt und da dann wieder aufgebuddelt. Ja, wir hätten uns ja auch die Mühe machen können. Wir haben ja alles auf Video, dann hätten wir genau gesehen, wo es lang geht. Aber wie es auch immer so ist, Hermann ist dann doch zu faul, an den PC zu gehen und zu gucken, wo die Rohre lang gehen. Das muss auch mal schnell gehen eigentlich, ne? Aber auch nochmal als kleiner Tipp, wenn ihr solche Rohre verlegt, das können wir auch im Zuge hier unserer Verlegearbeiten nachher nochmal machen und vormachen. Macht euch immer mit einem Zollstock Fotos, sodass ihr sehen könnt, also eindeutige Fotos, zum Beispiel hier, man nimmt die Ecke vom Haus, hält dann Zollstock drüber, wo das Rohr dann langläuft und so hat man immer... Und vielleicht die Kurve dann auch noch. Genau, die Kurve vielleicht auch noch. Also wir werden wir nachher noch mal zeigen, dann die Fotos auch einblenden. Und so habt ihr dann immer auch in 5, 6 Jahren dann die Gewissheit, da liegen eure Rohre. Und wenn ihr dann nicht zu faul seid, an den PC zu gehen, findet ihr die dann auch ohne Fehlbuddeln. Nala hilft dir ein bisschen. Was wir jetzt für unseren Anschluss da brauchen, ist natürlich hier einmal dieses Y-Stück. Das fügen wir da jetzt gleich ein. Dann später hier geht es weiter. Das gucken wir uns dann andermal an. Um an das alte Rohr anzuschließen, gibt es hier in Paraguay solche Stücke. Die passen dann einmal hier drauf. Ja, ist jetzt Vorführeffekt. Die werden dann hier drauf geklebt. Und hier können wir dann unser Y-Stück einstecken. Ich kenne aus Deutschland nur diese Überschiebemuffen. Die gibt es hier auch. In Paraguay sind die sehr geschäftstüchtig. Hier verkaufen sie einem jede dieser Muffen oder dieser Y-Stücke oder was auch immer. Die kommen immer ohne Gummi. Da sind keine Gummis drin und die Gummis verkaufen sie einem dann extra. Für die Muffen habe ich mir jetzt diese Gummis auch mal gekauft und alle anderen Stücke werden wir einfach einkleben. Ist in Deutschland, glaube ich, nicht üblich. Also ich habe in Deutschland alle Rohre, die ich da verwendet habe, immer... die kommen ja halt mit den Gummis und dementsprechend habe ich es auch immer nur so genutzt. Hier in unserem Loch ist es ja sehr eng und viel, viel weniger Platz dürften wir auch nicht haben. Jetzt muss man natürlich schauen hier und bedenken, dass dieses Rohr ja hier nachher noch reingesteckt werden muss. Das heißt, wir zeichnen uns das gleich hier an, so dass wir hier noch genug Material haben, um diese Klebemuffe dann hier drauf zu kleben. Dann kommt unser Y-Stück und hier müssen wir dann noch achten, dass wir uns das so angucken, auch hier auf die Hälfte von der Muffe halt schneiden, so dass das dazwischen passt. Aber in Deutschland wird dann auch manchmal mit 2 Muffen gearbeitet, dann hat man natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Spiel. Mit einer Muffe ist man dann ein bisschen eingeschränkter. Aber wir werden es erstmal mit einer machen. Hier bei diesem Klebeübergangsstück kann man sich das auch nochmal ausmessen, weil hier ist ja wie so ein Anschlag. Und da geht es dann ungefähr 2,5 cm geht es da rein. Hier bei der Überschiebemuffe kann man das auch ungefähr hier erkennen. Da ist zwar kein richtiger Anschlag, aber wie so eine kleine Phase oder so, ein kleiner Grat. Und da kann man dann auch ungefähr messen, dass wir hier 6 cm bis Außenkante haben. Ja, hier beim Bogen wiederum kann man wieder bis zu diesem Anschlag messen. Dann hat man fast 5 cm,
man, ja, in Deutschland werden die halt ja nicht verklebt. Da geht man immer hin und lässt, glaube ich, zum Ende noch so einen Zentimeter, damit, wenn irgendwelche Bewegungen sind, sich da so ein bisschen die ganze Sache noch ausdehnen kann oder zusammenschieben kann, dass man ein bisschen Spiel da drin hat. Hier gibt es keine Norm. Da wir die ja hier so oder so verkleben, ist da nichts mehr mit Spiel. Und ja, hier gibt es auch nicht so die Norm, wie Sarah gerade schon richtig gesagt hat. Und dementsprechend wird das halt alles so gemacht. Und wir passen uns ja auch ein bisschen dem Land an, wo wir leben. Ihr in Deutschland macht das natürlich nach den Vorschriften, die ihr da ja alle schön habt. Zurück in unserem Loch. Wir haben ja gerade gesagt hier, das sind so 2,5 Zentimeter, was wir die Muffe hier noch drauf schieben müssen. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier ungefähr, ihr könntet jetzt messen oder besser, ich haltet lieber an, weil wir sehen hier auch so ein bisschen ungefähr, wo diese, ja, dieser Anschlag halt sich befindet. Jetzt müssen wir mal gucken hier mit Kamera und dem Ganzen sehe ich natürlich nicht so viel. Hast ja gut erklärt. Ja. Zeichne ich mir das da einmal so einen kleinen Punkt an. Jetzt können wir nochmal zur Sicherheit messen. Ja, wir haben 3 Zentimeter. Das heißt, dann wird hier auch nochmal 1,5 Zentimeter so ein bisschen Spiel sein. Das passt. Jetzt müssen wir natürlich das Ganze hier auch möglichst genau anzeichnen. Das heißt, dass wir hier nachher einen schönen sauberen Schnitt haben. Umso sauberer der Schnitt ist, umso dichter ist das ja am Ende oder besser ist das. Und dafür kann man sich ja einfach diese so eine alte Zeitung nehmen. Das muss man dann natürlich hier genau gucken, dass es schön übereinander liegt. Je genauer ihr da arbeitet, umso schöner ist natürlich nachher. Orientiert euch an der Geraden. Euer Strich. Ihr macht das natürlich schöner als ich. Ich zeig das ja hier nur so, wie es gehen könnte. Ja, und jetzt kann man sich das hier schön dran anzeichnen. Umso dicker das Papier ist, was ihr verwendet, umso leichter kann man natürlich auch den Stift da dran lang führen. Jetzt gerade unten ist das natürlich kompliziert. Hier, man sieht ja nichts. Wenn ihr das Loch auch nicht so sparsam macht, dann geht's. Du hast das schon größer gemacht. Und ich habe schon größer gemacht, wie Sarah. So, und schon habt ihr hier ziemlich genau angezeichnet. So könnt ihr das mal mit allen Rohren auch. Wenn man jetzt später für ein langes Rohr mal ablenken möchte, kann man dann immer sich so behelfen und hat dann einen schönen geraden Strich um das Rohr herum. Jo, jetzt zeichne ich die andere Seite noch an und dann können wir schon schneiden. Die andere Seite ist auch angezeichnet. Das heißt, wir können jetzt ans Schneiden gehen. Ich schneide das Ganze jetzt hier mit einer Steinscheibe auf der Flex. Ihr könnt natürlich alles andere nehmen, was schneidet und sägt, wie ihr gerne hättet. Ob das jetzt mit der kleinen Flex hier klappen wird, werden wir gleich sehen. Zur Not muss ich die große nehmen. Aber ich werde erstmal mit der kleinen probieren, weil halt hier in der Grube ist halt relativ wenig Platz. Müsst ihr natürlich auch wissen, je nach Motivation könnt ihr eure Grube auch größer machen. Ja, zum Flexen natürlich Schutzbrille, Gehörschutz und dann fange ich jetzt mal an. Vorher solltet ihr natürlich auch noch sicher gehen, dass nicht gerade jemand auf Klo gehen möchte oder duschen möchte. Weil wenn die Leitung einmal auf ist, dann kriege ich Besuch hier von Mr. Henke. Genau, kriegt Martin Besuch von Mr. Henke.